Ja, Servus und Hallo, liebe Sportfreunde. Ich hatte ja in meinem letzten Video berichtet, dass ich mir fürs Navigieren ein Handy geholt habe, nämlich dieses hier, was ihr hier sehen könnt, dieses Duji S58 Pro. Das funktioniert ganz gut, hat auch einen ordentlichen Akku. Und ich habe jetzt mal ausprobiert Google Maps und Kalimoto und habe dann festgestellt, dass ich bei Kalimoto das Display wesentlich schlechter ablesen konnte als beim Google Maps. Wie sieht das bei euch aus? Was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht und was nutzt ihr denn für eine App zum Navigieren? Das würde mich vielleicht mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare und das soll es auch schon gewesen sein erstmal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und sportfrei.